Ja, Deko ist auch am Start, sehr gut. Ja, wir haben mit super günstige Flüge geschossen. Ich wollte ja mit einem Arbeitskollegen hin, der mittlerweile ein sehr guter Freund ist. Und wir haben die Flüge Hin- und Rückflug einfach für unter 500 Euro bekommen. Wo kriegst du denn sowas? Flüge hin und zurück, Philippinen unter 500. So, jetzt aber Fokus aufs Game. So gerne ich den Smalltalk mit euch mag und ich danke euch echt für die Chatbeteiligung heute Abend. Da fühle ich mich nicht so komplett als Alleinunterhalter. Aber wir sind hier, um zu casten, deswegen gucken wir jetzt auf das Spiel. Und links gespawnt in blau ist es Miksu. Ja, close oben drüber gespawnt in rot die Gefahr selbst, die Himmlischen von Auriel. Die brauchen noch so ein richtig geiles Sounddesign. Die brauchen noch so ein Brummen, weißt du, so ein tiefes, was aber auch dann so ein paar Höhenfrequenzen hat. Das wäre geil. Eieiei. Ja, okay. Scout ist auf jeden Fall da. Doggo sieht, Hellscamp wird auf jeden Fall direkt vom Arkship angegangen und vernichtet. Da hat er ihm einfach mal das Luminite geklaut. Ich glaube, das hat funktioniert. Jetzt ist Overcharge aber abgelaufen. Setzt er noch einen zweiten hinterher? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Er hat wahrscheinlich auch die Energie noch nicht dazu, bis die Powerbank fertig ist. Aber der Doggo bleibt zumindest schon mal in der Nähe. Das ist relativ gut. Dann kann er vielleicht noch den Kill klauen? Ne, den hat Aurel. Doch, das waren 40 Luminite, die er sich wieder gesnackt hat hier. Miksu gibt alles. Miksu gibt alles, will hier auf jeden Fall den Sieg. Wir spielen Best of 3 im Semifinal und das Final ist dann entweder Best of 3 oder Best of 5. Das bin ich mir nicht sicher, weil in den Regeln steht Best of 3 oder Best of 5. Ich glaube Best of 5, ne? Lass mich noch, kann ich jetzt nicht nachgucken, sorry. Wir bleiben in-game. Und das ist so nervig, ey, dass der Ton dann weggeht. Miksu hat übrigens gegen Celestials eine Winrate von 62%. Na, haben wir schon mal gesagt, 42 Siege und 26 Niederlagen. Damit kann man also arbeiten. Und overall 2136 MMR auf Meister 1 Niveau mit 2122 Punkten. Ah, hier unten macht er mit seinem Lancer wieder das Camp. Der Charge wird gefährlich. Doggos und Lancer kriegen das aber noch geklärt. Wir sind zwar ein bisschen hardcore angeschlagen, aber es ist im Moment auch kein Argent in der Nähe, der die Army hier einfach so clearen könnte. Ne? Doggo Lancer Opening haben wir jetzt schon öfter gesehen von Miksu. Und Auriel spielt auch relativ hoch. 1949 aktuell an MMR, eine Overall Winrate von 53% und gegen Vanguard eine Winrate von 70%. 39 zu 17, schon faszinierend. Celestial ist da definitiv im Vorrang. Und Miksu denkt sich aber, nee, die mache ich definitiv nicht einfach. Ich gehe einfach mit meinen Doggos in die Mainbase und gehe hier dein Collection Array an. Ja, viele Hitpoints sind nicht mehr übrig. Wenn er einen zweiten Runby nochmal unbemerkt in die Mainbase schafft, dann kann er das auf jeden Fall kicken. Und ein Argent kommt auch mit in die Defensive, könnte nochmal hier zwei, drei Schüsse auf die Doggos raushauen. Kriegt sogar einen noch. Und wenn er jetzt einfach wieder reinläuft mit seinen Doggos und nochmal hier Rechtsklick drauf macht, dann ist das Ding auch Geschichte. Ja, defensiv stellt er sich hier wieder mit zwei Powerbanks, einem Defense Tower auf, noch keinen AOE Tower dabei, das dauert noch ein bisschen. Wir sehen den Guardian Nexus wiederkommen, bin mir nicht sicher, ob er tatsächlich das Ganze nur macht, um den Speed für die Argents zu holen, oder ob er tatsächlich denkt, okay, ich spiele Kreese mit dazu, weil die Kreese mit dem Speed Upgrade wäre natürlich echt eine gute Wahl gegen die Doggos plus dann noch gegen die Hedgehogs. Oh, und da kriegt er wieder richtig, richtig gute Schellen ausgeteilt. Verliert einen Hund für einen Argent und versucht hier das Camp mit dem Lancer nebenbei zu clearen. Muss ein bisschen aufpassen. Ja, jetzt hat er's. Energieregeneration kickt jetzt gleich rein. Jetzt ist er da. Und das heißt, ab jetzt werden die Argent halt doppelt so gefährlich werden wieder, ne? Immer darauf achten, wenn ihr Engagement habt mit Argents, haben die Energie, haben die keine Energie.
Das wäre natürlich gut zu wissen. Könnte jetzt hier versuchen, das Sales Camp schnell zu machen, um seine Einheiten mal wieder ein bisschen aufzufrischen und vielleicht nochmal ein neues Harassment zu betreiben. Die dritte hinten dran hat er mittlerweile fertig und Mixus steht auch schon bereit, muss jetzt nur noch saturiert werden. Und dann geht das Ganze hier wieder ins Makro-Game. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Mixu wieder in dieser Runde auf Mech geht. Das heißt, wir sehen das Doggo Hedgehog Opening into, ja, Hedgehog Hornet Atlas. Und das hat ja gut funktioniert gegen Don Ilya. Und ich bin mir sicher, dass er auch gegen Auriel damit gut klarkommt. Holt jetzt erstmal das Energy Camp hier um. Wieder muss aber auch an den Natural aufpassen. Da sind ein paar Arken, die rein in die Economy gehen. Kriegen ja gute Shots auf die Worker raus. Erstes Down, zweites Down, dritte. Einen dritten bekommt er auch noch. Und jetzt geht er einfach deinen Gefechtsstand an. Und da muss Mixu schnell reagieren. Er braucht seine Units zu Hause, muss das Ganze defenden oder counter-repairen. Die Bobs werden gepullt. Pull the boys, ab in die Defense und von hinten kommen jetzt Doggos und Hedgehogs an. Kriegt hier ein paar gute Shots raus. Die Argents haben nicht mehr viel Energie und müssen sich hier zurückziehen. Jetzt können die aber gechased werden durch die Doggos, wenn die Doggos den Subround hinbekommen und die Headshots dann draufballern, dann sind die Argents hier relativ schnell Geschichte. Und wir sehen, die Hitpoints droppen immer tiefer, immer weiter runter. Gut, jetzt ist er zu Hause, kann seine Energie wieder auffrischen. Und damit ist die Gefahr erstmal hier gebannt. Und beide können jetzt hier zurückkommen ins Makro-Game. Noch ist alles offen. Weitere Facilities wurden jetzt erstmal nicht geerdet. Kümmert sich jetzt erstmal darum, dass er seine Basen hier saturiert. Und da kommt das erste Dropship. Das heißt, gleich sollten wir auch zwei, drei Atlasse sehen als Follow-up von ihm, um gegen die Argents gut gewappnet zu sein. Denn solange noch keine Grease da sind und die Atlas hier mal zwei Schüsse reinbekommen, dann haben sich die Argents auch relativ schnell in Luft aufgelöst, ne? Also muss man einfach so sagen, ohne Support tut das ein bisschen weh. Jo, Mixu wieder im Vormarsch. Dropship hat er auf jeden Fall schon mal mit dabei. Holt sich jetzt hier das Ressourcencamp oder versucht es zumindest, denn da kommt Auriel. Will aber das Engagement doch nicht. Und hat Kabale mit in der Armee. Ist natürlich sehr geil, weil die Kabale einfach gegnerische Einheiten ebenfalls ins Stasis versetzen können. Oh, da wollte er einen Drop. Oh, er droppt in die Mainbase oder an die dritte und will das Collection Array zerstören. Und währenddessen will er hier oben, hier vorne, ein bisschen mit seinen Doggos Stress machen. Kann funktionieren und funktioniert auch. Oh, Collection Array, eins geht down, der Drop geht weiter in die Mainbase. Da steht nur das Arc-Ship, wenn er das jetzt auch bekommt. Wo ist die Army? Die Argents sind auf dem Weg, die brauchen aber noch eine ganze Weile, bis sie da sind. Er zieht nicht durch, er zieht doch, doch, er zieht durch. 1, 2, 3, 4, 5. Ripperino, letzter Schuss, bekommt beide Collection Arrays, wenn jetzt die Stasis kommt. Es ist geschildet. Die Kabale haben noch keine Stasis. Kommt nochmal raus hier. Ja, Mixu hat sich hier einen guten Vorteil rausgespielt. 91 gegen 65 Supply und unten, ja, da kommen weitere Reinforcements dazu. Und da haben wir unseren ersten Atlas mit 300 Hitpoints einfach mal am Start. Könnte sich jetzt im Siege-Mode hier auf seinen Highground stellen und einfach warten, bis die Argents da sind. Denn die kommen auch jeden Moment an. Holt sich hier das Speedcamp einfach so mit seiner Fähigkeit ganz schnell. Muss aber auch aufpassen, dass die Kabale nicht seine Tanks einfach disablen, ne? So, und dafür gibt's Tankdrops. Da kommt der erste Schuss. Der sitzt relativ gut. Direkt mal 6 Argents verlieren hier einen Großteil ihrer Hitpoints. Wenn der zweite Atlas noch dazu kommt, wäre das echt noch ein Augenschmaus hier. Und jetzt tanzen wir. Wir tanzen um den AOE, um den Crowd Control rum. Oh, er pusht nach vorne. Instant Snipe auf den Atlas. Kein zweiter Atlas in der Backline. Das heißt, den Fight hat er hier genommen. Hat zwar nicht mehr viel Energie übrig, aber kann hier doch noch einiges an Schaden machen. Der Level 2 Lancer stirbt hier. Damit sind seine gelevelten Einheiten auch so gut wie alle tot. Er hat nur noch einen Hedgehog auf Level 2 und einen auf Level 1. Pullt auch wieder die Boys. Könnte sich jetzt eigentlich wieder zurückziehen auf den Highground. Er braucht den Support. Nächster Atlas ist da. Ab in den Siege-Mode. Dropschiff ist auch bereit. Und da kann er jetzt wieder einfach AOE draufrotzen. Kriegt auch wieder 3 Archen down.
Und der tanzt. Kabal frisst einen Schuss, aber reicht es aus, um das Ganze hier zu verteidigen. Schöner Schuss, aber da fehlt, wie gesagt, der Follow-Up-Damage. Jetzt kommt Kabals Stasis auf Atlas und damit steht er in der Natural relativ gut. Kann ihn auch instant rausfokussen, wenn er gelandet wird. Und da fehlt jetzt. Da kommt der Beam, die Energie. Der Archon wird gerade wieder hergestellt, das heißt wieder 100% mehr Damage und der ist spürbar. Er braucht jetzt alle Boys, er braucht alle seine Einheiten an der richtigen Position, um das Ganze hier nochmal zu verteidigen. Auriel versucht nach hinten durchs Weg zu kiten. Ja, das hat Mixu gut verteidigt. Aber da kommen schon wieder Reinforcements. Die haben auch volle Energie. Da muss er aufpassen, dass er jetzt nicht unnötig seine Hedgehogs verliert. Ja, die fräsen sich da durch. Level up, level up. Und jetzt machen die alle echt viel mehr Damage. Sogar 1-3. Und da kommt das GG. Und das 1-0 für Mixu. Ja, fantastisches erstes Game von beiden Spielern hier heute Abend im Navigators Cup Nummer 16. Übrigens, auf Twitch gibt es auch Andiko, der ist der Organisator dieses Turniers und ist, glaube ich, auch, ist gerade auch am Casten. Kann man auch gerne mal reinschauen und Dankeschön dalassen, dass er uns so eine tolle Show hier bietet. Wir haben oben rechts gespawnt, in Rot, Vanguard seines Zeichens, 1-0 Führung, Mixu. Und links gespawnt, in Blau, die himmlische Armada von Auriel. Oder Aurel. Ich glaube eher Aurel. I'm not sure about the pronunciation. I'm sorry if I do it wrong. Oh, er pullt das Camp hier weg? Ne? Ja, aber die ersten zwei Agents sind auf jeden Fall schon auf dem Feld, hat Creation Chamber First gespielt. Hat jetzt einen zweiten Aufkommen, mit dem er in der Theorie gleich expandieren kann. Aber er sammelt auch Direkterium. Und wenn er Direkterium sammelt, glaube ich eher, dass er hier in Onebase spielen möchte. Und dann wahrscheinlich mit Kreese einen Early Kree Push zum Beispiel. Oder er will die Kreese einfach als Defense haben. Not sure about that. Oh, 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 oh. 60 Hitpoints hat er noch knapp. Aber das macht der Lancer. Der ist Level 1, der kriegt das hin. Yep. So, die Doggos stören hier unten ein bisschen beim Camp machen. Es ist nur noch einer der Agents dabei, der Energie hat. Das heißt, der alleine wäre gegen die Lancer effektiv. Also am effektivsten. Wenn das Problem mit den Doggos nicht noch wäre, ne? So, jetzt haben wir 4 Agents hier auf dem Feld gegen 3 Doggos und einen Lancer. Und wir sehen, dass er schon T2 gegangen ist, plus Legion Hall und Seraphen spammt. Oder es zumindest versucht. Und der erste ist jetzt auf dem Weg. Ja, aber Counter-Go auch hier. Doggos und Lancer sind in der Mainbase, können jetzt einfach das Collection Array in der Theorie umdrücken. Am Hearthcamp geht es auch nochmal zur Sache. Und da kommt auch der Seraph direkt zurück in die Base zum Verteidigen. Auriel geht da gar nicht mehr mit raus. Wollte eigentlich die Seraphen benutzen, um in der gegnerischen Base für ein bisschen Druck zu sorgen. Ein bisschen stressen, vielleicht 2-3 Worker anzugreifen und den Gegner versuchen, ein bisschen outzuplayen. Ja, da kommt das Round auf den nächsten Agent. Der geht auch 100%ig down. Der Seraph kann da nicht wirklich viel machen. Und hier am Health Camp, das ist der nächste Clash. Ja, jetzt ballert er gut drauf. Aber 2 Agents gegen 4 Doggos und 2 Lancer.
Das sind Units, die, über die man sich gerne freut als Vanguard. Kann er hier easy wegsnacken. Hinten dran, Natural, steht schon. Therium ist er auch am Minern. Hat eine Rex. Und baut erstmal nur aus der einen Rex. Wird dann wahrscheinlich, entweder geht er auf eine schnelle Dritte. Na, okay, nevermind. Gerade kommt der Switch auf Therium. Das heißt, jetzt gleich fängt er an zu tacken und die guten T2-Units zu spielen. Oh, joi. Kriegt er den Lancer? Ja, er kriegt den Lancer. Ja, ein Level 1 Lancer weniger. Aber selbst hinten dran noch nicht expandiert, ne? Immer noch One Base. Drückt seine Seraphentaste durch. Zwei Worker auf Therium, zwei Worker auf Luminite. Das kann doch niemals funktionieren, oder? Also für Mixu ist die Position eigentlich gar nicht mal so schlecht. Er führt 1-0. Er hat das bisher eigentlich in dem Spiel relativ gut alles verteidigt bekommen. Geht jetzt auch Double Hunger Bay, wird dann Hornissen pumpen. Und der Nachteil ist jetzt halt aktuell, dass das Celestial auch One Base ist. Und einfach zu wenig Income hat, um alles zu produzieren, was er in der Theorie braucht, um gegen Two Base Vanguards bestehen zu können. Also ich glaube tatsächlich, dass Mixu hier mit 2-0 den Sack zumachen wird. Es sei denn, die Seraphen machen jetzt so einen guten Play, zum Beispiel hier in der Eco, hier in der Eco oder hier in der Eco, dass er nochmal währenddessen hinten dran expandiert und Mixu schwindelig spielt. Aber die Chancen tatsächlich sehe ich gerade nicht so hoch. Jo, ganz schön viele Doggos mittlerweile am Start. 10 Stück habe ich gerade gezählt. Kann sein, dass ich mir plus minus 1 verzählt habe. Aber das ist smart, ne? Mit den Seraphen hier oben stehen, kann er 3 Punkte covern. Das ist Wahnsinn. Und da gibt es ja auch schon passives Einkommen, ne? Das darf man ja auch nicht unterschätzen. Wenn er hier beide Punkte die ganze Zeit kontrollieren kann, ist das halt schon viel wert. Und jetzt gehen die Seraphen und werden mal ein bisschen Harassment betreiben, oder? Wo sind sie hin? Ich höre sie doch, wo sind sie? Einfach verschwunden. Zurück zum Hellscam. Schade, ich habe eigentlich gedacht, er geht jetzt mal hier in die Eco rein und versucht ein bisschen zu resen. Ja. Habe ich einen Anzeigefehler oder ist er immer noch One Base? Er ist immer noch One Base. Und die ersten Hornets sind da. Und die können natürlich auch ihre Luftminen bauen. Und die sind gar nicht mal so schlecht. Vector, Seraph. Oh, da sind die Hornissen. Da kommt der Damage. Erster Seraph tot. Boah, und die Vector. Oh, guck dir den Damage der Vectoren an. Das ist ja wie eine Minigun. Wie eine Minigun gegen die Hornissen. Pouts. Wunderbar. Oh. Mixu kommt im Supply von Auriel ziemlich nah. Und seine Army löst sich gerade irgendwie in Luft auf. Da ist nicht mehr wirklich viel übrig. 4 Hornets sind hier am Hellscamp, am Versuchen einzunehmen. Die Vectoren kommen und kriegen immer wieder Schutz raus. Und die Hornissen haben da gar keine Chance mehr gegen die Salven. Die kommen so schnell rausgeballert. Die platzen instant. Zack, in Schrott zerlegt. Und jetzt muss sich Mixu was einfallen lassen. Oh. Was machst du in der Situation? Ich meine, Economy-technisch bist du vorne, aber Army-technisch sieht es gerade nicht gut aus. Vor allem gegen Vector Seraph. Unterschätzte Kombination, muss ich tatsächlich zugeben. Aber Snowball schon ziemlich gut. Ne? Jetzt versucht er den Weg in die Mainbase zu finden. Oh, hier kann er wirklich viele Worker töten. Eieieiei. Eieieiei. Reicht das schon aus für einen Anschlusstreffer? Und jetzt einfach rausblinken.
Ne, er fightet's. Das fightet der. Boah. Wahnsinn, wie die Vektoren das auskalten können. Was eine Unit Control. Wow. Ja, schönes Spiel bisher. One Base hat sich auf jeden Fall gelohnt für ihn. Hat die gesamte Armee von Mixo einfach gerade vernichtet. Und er hat zu wenig Facilities, um Reinforcements zu pumpen, um das Ganze auszucountern. Und gerade nicht wirklich Luminite-Vorrat dafür. Doggos kommen nochmal hinzu, eine einzelne Hornet, aber das reicht nicht aus. Die Vektoren clearen das eigentlich relativ easy im Moment. Er kann da nichts machen, ne? Wahnsinn. Das ist wie Warrior Scout Cheese. Nur anders. Ja, die zweite Hangarbucht kann er jetzt auch zerstören. Und dann kommen gar keine Units mehr raus, die was tun könnten. Ist das ärgerlich? Ein Vulkan ist jetzt da, aber ob der ausreicht, ist die große Frage. Ne? Ich meine, der hat einen hohen Attack Speed und macht den Damage gegen die Light Units. Aber ich glaube, gegen die Übermacht an Vektoren macht er auch nicht mehr viel. Ne, da kommt das Round, einen kriegt er und dann wird er selbst zerstört. Hinten dran, nächste Basis aufgebaut, aber keine Facilities, um Units zu produzieren. Mixo. Ja, ich weiß nicht. Schildert hier auf jeden Fall sein Habitat. Wenn er das rausgenommen bekommt, ist er auch im Supply-Block und dann ist definitiv vorbei. Weil bis das nachgebaut ist. Wahnsinn. Müsste er nicht langsam mal outmined sein bei 4 Workern? Eieieiei. Oh, wenn er das geklärt bekommt mit dem Bobs, das wäre hardcore. Schade. Da schwindet die Hoffnung. Ja, da brauche ich gar nichts mehr sagen gerade. Wahnsinn. Ja, hat zwar noch hier Worker, hat hier auch noch ein paar Worker. Hier sind auch noch Worker, also Income hat er, aber ihm fehlen halt die Produktionsstätten. Ne? Die Hangarbuchten wurden alle rausgenommen, die Rexes wurden rausgenommen. Er bekommt halt keine Units mehr aufs Feld, ne? Und wenn dann die Vektor... und die Argents immer wieder in die Base reingehen, dann ist das Ganze natürlich ein Problem. Aber Mixo, der gibt hier noch nicht auf. Der hat jetzt wieder zwei Headshots, einen Vulkan, drei Doggles auf dem Feld. Hat jetzt noch ein paar Bobs dabei, die Counter repairen können. Also ist, Mixo sieht auf jeden Fall noch seine Chance zu gewinnen. Jetzt reißt er die Bäume erstmal ein und holt sich hier das Health Camp. Wobei das mittlerweile auch 480 Hitpoints pro Mobs hat. Das wird auch eine gute Weile dauern. Und da sollte er auf gar keinen Fall was verlieren. Vulkan muss direkt counter-repaired werden, weil sonst der Damage einfach auch zu hoch ist. Soweit sind wir schon im Spiel fortgeschritten. Er muss irgendwie wieder ein bisschen mehr Army ranbekommen. Addet jetzt nochmal die zwei Mac-Base. Wird dann
Nee, da kommt nichts mehr. In der Mainbase kommt auch nichts mehr. Wird dann wahrscheinlich nur noch über die Mac-Base gehen. Hedgehog Doggus. Aus einer Kaserne. Und wir sehen wieder die Sensen auf dem Feld. Die Skies. So, Vector sind weiter am Camp machen. Das Vision Camp ist relativ einfach. Und mit 5 Vektoren hast du da eigentlich gar kein Problem. Aber halt immer noch keinen weiteren Collection Array gebaut. Ne? Das ist ein bisschen seltsam, oder? Ja, keine Expansion. Es ist immer noch One Base. Und ich glaube, langsam, wir sind ja schon jetzt 10 Minuten, 15 Minuten fast in-game, müsste hier das Income low sein. Ich würde sagen, das hat jetzt aktuell zu dem Punkt vielleicht noch 1000 Luminite. Leider kann man das nicht sehen. Jetzt kommt die nächste R-Einheit, ne? Erst ist schon fies, das ist schon fies. Erst Seraph Opening, dann kommt er mit Vector Seraph an und jetzt macht er Skies Action. Und da fliegt er auch direkt wieder in die Eco rein. Und da müssen eigentlich die Headshots jetzt sein und im Anti-Air-Modus einmal draufballern. Sind aber zu wenig, einer alleine wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Ja, kommt ein Surround rum für Counter-Repair. Oh, es reicht aus. Er war nicht nah genug dran, denn die Skies machen mehr Schaden, je näher sie an der Einheit des Gegners sind. Da haben die 2 mm gefehlt, um den zu schießen. Ich glaube, der hat auch nur noch so 2-3 Hitpoints übrig. Und jetzt geht Auriel endlich mal auf die Karte raus und will hier expandieren. Er braucht das Therium von hier unten, die Mainbase ist leer. Dann sollte hier, ja genau, okay, jetzt ist er auch mit Luminite outmined, das heißt, jetzt müsste er auf jeden Fall die zweite Basis nehmen. Und wenn Mixo das jetzt hier irgendwie denied und getötet bekommen, dann ist das GG und dann hat er wirklich nochmal ein Comeback hingelegt, was ziemlich, ziemlich geil war. Und ich glaube, er legt es auch drauf an. Ich glaube, er geht jetzt komplett auf diese Expansion und will das Spiel hier beenden. Wenn er die 4 Worker bekommt und das Arc-Ship, dann war es das. So, er ist in Position, der Vulkan ist ziemlich hart angeschlagen, die Skies können den auf jeden Fall töten, okay, er geht komplett zurück. Ja, schade. Oh, oh. Und da kriegt er beide Vulkans. Und Mixo geht einfach in die Mainbase rein. Zack, erste Powerbank weg, zweite Powerbank wird angegangen, dritte geht der auch an, dritte und vierte geht er auch an, eine, die im Bau war, wird nicht fertig, wird getötet. Damit droppt auch das Energiesupply und jetzt die Hedgehogs im Anti-Air-Modus ballern auf die Skies drauf. Die haben aber noch eine ganze Menge Hitpoints. Ah, könnte noch vielleicht eine rausnehmen, wenn er ein bisschen durchshiftet. Oh, das ist teuer, Alter, die ganzen Powerbanks zu verlieren. Jede Powerbank 100 Luminite und dann noch das Problem mit der Energie. Das heißt, Overcharge ist nicht da. Die Gebäude arbeiten langsamer, wenn die keine Energie haben. Das Einzige, was er aufpassen muss, ist, dass er immer ein bisschen Anti-Air hat. Was ist das denn für ein Sneaky Worker Slide da? Wo will er denn hin? GG! 2-0 für Mixu. Was ein Comeback!